Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ganz ohne Cloud oder PC alle Daten, Apps und Einstellungen von eurem alten iPhone auf euer neues iPhone übertragen könnt. Hallo, Servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal Franz Kanz. Der Franz, der bin ich. Und in der Firma, in der ich arbeite, da bekommen wir so im Schnitt alle 2 Jahre, meistens zum Weihnachtsurlaub hin, ein neues Firmenhandy. Das ist in den letzten Jahren immer ein iPhone gewesen. Während den Feiertagen müssen wir dann die Daten und alles von unserem alten Firmenhandy hier auf das neue übertragen. Und ich dachte, das interessiert doch sicher einige von euch. Darum mache ich hierzu dann gleich ein Video und wir machen die Übertragung einfach zusammen. Die Übertragung kann ich, wie gesagt, auch über die Cloud machen oder über meinen PC, über iTunes. Allerdings möchte ich es hier, wie gesagt, ohne zusätzliche Geräte machen und auch nicht über die Cloud, denn wenn ihr in der Cloud nicht genug Speicher habt, um die ganzen Daten zu übertragen, dann müsst ihr hier Speicher dazu kaufen und das möchte ich auch nicht, wenn es doch so einfach funktioniert. Bevor wir starten, erst einmal die Grundvoraussetzungen, dass die Übertragung überhaupt auf diesem Wege funktioniert. Es funktioniert erst ab dem iPhone 5S, darunter nicht. Müsst ihr mindestens die iOS 12.4 installiert haben. Es muss Bluetooth aktiviert sein. Das neue iPhone muss komplett im Werkzustand sein. Der Speicher im neuen iPhone darf natürlich nicht kleiner sein als der belegte Speicher im alten iPhone. Dann solltet ihr beide Geräte während der Übertragung am Netzgerät hängen haben. Ihr braucht natürlich so eine kleine Nadel, um die SIM-Karte zu wechseln. Und ihr müsst natürlich eure PIN, Apple-ID und so weiter wissen. Die Übertragung soll vom alten, also vom Quellgerät iPhone 8 auf dieses neue iPhone SE passieren. Als erstes wollen wir doch jetzt mal ein Unboxing mit dem neuen iPhone machen. Hier also das neue iPhone. Ihr seht, es ist komplett neu. Es sind sogar noch die Schutzfolien dran. Die kann ich jetzt erst einmal abziehen. Hier ist jetzt nicht mehr besonders viel drin. Hier sind ein paar Garantiekarten und ein paar Startkarten, ein Aufkleber und natürlich auch ganz wichtig, wie vorhin angesprochen, hier dieses kleine Tool oder diese Nadel zum Wechseln der SIM-Karte. Dann ist noch ein Ladekabel dabei und hier habe ich jetzt gleich schon meinen ersten großen Kritikpunkt. Und zwar dieses Ladekabel hat jetzt hier auf der Ladegeräteseite einen USB-C-Anschluss. Bis jetzt waren eigentlich alle Geräte immer hier mit diesem normalen USB-Anschluss. Jetzt dieser Anschluss, das wäre jetzt nicht das Problem, aber für diesen Anschluss ist jetzt nicht mal mehr ein Ladegerät dabei. Soweit ich weiß, bei den iPhones, die wir vorher bekommen hatten, war immer noch ein Ladegerät mit dabei. Hier ist jetzt ein neuer Stecker und kein Ladegerät. Ich brauche also ein USB-C-Ladegerät noch separat dazu. Gott sei Dank habe ich so eins schon zu Hause, aber wenn ihr das Gerät jetzt hier so gekauft habt, habt ihr für das erstmal kein Ladegerät. Was das Ganze nicht so schlimm macht, ist, dass der Stecker an der iPhone-Seite der gleiche bleibt. Das heißt, wenn ihr schon ein iPhone hattet, könnt ihr das mit eurem alten iPhone-Kabel nach wie vor trotzdem laden. Ja, und das war schon alles hier. Jetzt richten wir das ganze iPhone doch mal ein. Wie vorhin erwähnt, werde ich die beiden erst einmal an das Ladegerät anschließen. Wir sehen schon hier rechts, das neue iPhone startet auch gleich. Das alte ist ja nach wie vor hier in Betrieb. Ich habe die SIM-Karte übrigens auch jetzt noch nicht gewechselt. Hier im neuen iPhone werden wir jetzt erst einmal gefragt, welche Sprache wir denn hätten, natürlich Deutsch und natürlich auch Deutschland. Jetzt kommen wir auch schon zur Schnellstarteinrichtung. Hier steht, wenn ich das gerne per Schnellstart einrichten möchte, soll ich es, wie gesagt, in der Nähe von einem alten iPhone platzieren. Das möchte ich gerne machen. Ich öffne jetzt hier mal mein altes iPhone und hier wird es mir auch schon angezeigt, dass hier ein neues iPhone gefunden wurde. Zum Fortfahren muss ich mein iPhone hier entsperren. Jetzt kann ich hier auf Weiter klicken. Jetzt erscheint hier so eine Grafik, so ein Code. Den muss ich jetzt hier mit dem alten iPhone scannen.
Also ich halte einfach die Kamera hier über diesen Code. Jetzt wurde der erkannt. Jetzt verbinden sich die beiden zusammen. Jetzt muss ich auf dem neuen iPhone meinen PIN-Code und den SIM-Karten-Code für das alte Smartphone eingeben. Wichtig ist, dass ich während der ganzen Übertragung und solange das hier läuft, beide iPhones nebeneinander liegen lasse und wie gesagt auch am Netzgerät angesteckt lasse. Jetzt wird erst einmal die erste Grundeinrichtung und Grundübertragung durchgeführt. Das kann schon ein paar Minuten dauern. Auf dem neuen iPhone werde ich jetzt gefragt, ob ich auch gleich meine Touch-ID möchte. Das möchte ich natürlich benutzen. Hier muss ich meinen Finger jetzt erneut einscannen. Diese Daten können nicht übertragen werden. Jetzt möchte ich gleich meine WLAN-Einstellungen benutzen. Hier wird mein WLAN und die Daten jetzt auch automatisch übertragen. Dieses neue iPhone ist jetzt also schon auch in meinem WLAN angemeldet. Das hat sich jetzt wohl überschnitten mit meiner Fingerprint-ID. Also muss ich das jetzt weitermachen. Das wäre jetzt auch abgeschlossen. Hier kann ich fortfahren. Und jetzt werde ich gefragt, ob ich wirklich auch alle Daten von meinem alten iPhone übertragen möchte. Das möchte ich. Gehe fortfahren. Natürlich, wie immer, muss ich vorher natürlich alle Nutzungsbedingungen wieder akzeptieren. Akzeptieren. Jetzt werde ich gefragt, ob ich iMessage und FaceTime auch eben übertragen möchte. Das möchte ich auch mit einbauen. Die Ortungsdienste sollen auch aktiviert sein. Siri soll auch aktiv sein. Hier kann ich jetzt eine der beiden Stimmen auswählen. Hallo, ich bin Siri. Wähle die Stimme aus, mit der ich sprechen soll. Du kannst sie später in den Einstellungen ändern. Das wäre die männliche Stimme. Und hier die bekannte weibliche Stimme. Du kannst sie später in den Einstellungen ändern. Die lasse ich jetzt so. Ebenfalls auf Weiter. Jetzt muss ich meine Sprache gleich noch aktivieren. Jetzt ist Siri auch mit der Stimmerkennung eingerichtet. Ich fahre wieder fort. Hier wird mir noch erklärt, wie ich Siri aufrufen kann. Diese Diktierfunktionen, das richte ich jetzt alles später ein. Jetzt werde ich gefragt, ob hier Apple mein iPhone ab und zu analysieren darf, um in Zukunft weitere Verbesserungen zu machen. Das aktiviere ich jetzt auch einmal. Ebenso mit den Apps. Jetzt muss ich hier als erstes auch das neue Software-Update machen. Auf diesem habe ich es kurz vorher noch gemacht, auf die iOS 15.2. Hier muss ich jetzt also auch erst einmal den gleichen Softwarestand herstellen. Wenn jetzt das Update am neuen iPhone auch abgeschlossen ist, dann startet dieses natürlich erst einmal neu. Nach dem Neustart muss ich jetzt erstmal wieder meine PIN eingeben. Jetzt verbindet es sich wieder automatisch mit meinem alten iPhone und die Übertragung wird weiter vorbereitet. Und jetzt beginnt auch schon die Übertragung vom alten auf das neue iPhone. Hier unten sehen wir, dass er jetzt erstmal die Zeit berechnet, was es etwa in Anspruch nehmen wird. Und wir sehen, das Ganze geht wohl ziemlich fix. Er hat jetzt eine Zeit von ungefähr 12 Minuten berechnet. Und die Übertragung ist jetzt beendet. Das neue iPhone startet jetzt erstmal wieder neu, um die ganzen Konfigurationen und Einstellungen zu übernehmen. Zum Neustart muss ich natürlich wieder meine PIN eingeben. Das Wiederherstellen ist jetzt beendet und ich klicke auf Fortfahren. Jetzt möchte er gerne zuerst meine Apple-ID nochmal überprüfen, ob wirklich alles mit rechten Dingen geht sozusagen. Los geht's. Und was ihr jetzt sehen könnt, die ganzen Apps sind jetzt alle eigentlich grau. Es ist so, dass die ganzen Apps vom alten iPhone nicht direkt kopiert werden auf das neue iPhone, sondern es werden alle Einstellungen übertragen und nur die Information, welche Apps ich geladen habe. Die Apps selber werden jetzt komplett neu vom App Store heruntergeladen. Darum sind diese Apps jetzt alle noch grau. Bevor die ganzen Apps aber jetzt neu heruntergeladen werden können, ist erforderlich, dass ich mich noch einmal mit meiner Apple-ID anmelde. Das habe ich jetzt hier in den Einstellungen. Ich weiß nicht, warum vorher das nicht automatisch aufgegangen ist. Hier muss ich jetzt nochmal mein Passwort dafür eingeben. Ok,
Gehe auf Anmelden. Weil die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingestellt ist, wird jetzt auf meinem alten iPhone auch noch ein Code übertragen, den ich zur Bestätigung nochmal eingeben muss. Der wird hier angezeigt. Und nachdem ich nochmal meinen Zugang bestätigt habe, seht ihr, dass jetzt hier auch die ganzen Apps langsam installiert werden. Jetzt kommen wir gleich noch zu einem Punkt, von dem ich gehört habe, dass er bei der Übertragung nicht funktionieren könnte. Und zwar sind das alle Chats, die ihr in WhatsApp zum Beispiel habt. Hier können wir auf Nummer sicher gehen und solange die SIM-Karte hier noch im alten Smartphone ist, machen wir einfach ein Backup von unseren Chats. Das machen wir hier auf den Einstellungen, gehen auf Chats und Chat Backup. Backup jetzt erstellen. Das kann natürlich, je nachdem wie groß eure Chatverläufe sind, auch einige Zeit lang dauern. Es werden hier jetzt auch die Daten, die bereits mitgesendet wurden, wie Bilder und so weiter, gesichert. Das kann natürlich etwas länger dauern. Im Prinzip brauche ich das jetzt hier nicht abzuwarten, denn bei mir hat die Chatübertragung bereits funktioniert. Ich muss mich jetzt hier natürlich neu anmelden. Das funktioniert aber nicht, solange ich jetzt nicht die SIM-Karte gewechselt habe. Darum werde ich jetzt beide iPhones erst einmal ausschalten und die SIM-Karte wechseln. Dazu stecke ich die jetzt auch vom Ladegerät ab. Ich nehme mir jetzt hier diese Nadel. Damit bekomme ich die SIM-Karte hier heraus. Beim neuen ist dieses Fach natürlich leer. Ich wechsle jetzt die SIM-Karte. Setze das hier wieder ein. Und dann starte ich dieses iPhone wieder neu. Jetzt muss ich auch die SIM-Karte entsperren. Vorher musste ich ja nur das Smartphone selber entsperren. Jetzt sehe ich auch, dass ich eine Verbindung habe zu meinem Netzbetreiber. Jetzt kann ich wieder in WhatsApp gehen. Hier muss ich jetzt natürlich aufs Neue die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Meine Telefonnummer eingeben zur Bestätigung. Hier kann ich jetzt nochmal mein Profilbild und meinen angezeigten Namen eingeben. Und schon habe ich alle meine Chatverläufe hier auf dem neuen iPhone wieder drauf. Wenn ich jetzt diesen Chat hier nicht automatisch übertragen hätte, könnte ich wieder hier in den Einstellungen Chats und hier im Chat Backup hätte ich dann die Möglichkeit, mein Backup wiederherzustellen. Das erscheint jetzt hier nicht, da ich hier vom letzten kein Backup gemacht habe. Und der Chat ja automatisch übertragen wurde. Aber ich werde jetzt von diesem Chat gleich trotzdem ein Backup erstellen. Ja, damit wäre die Übertragung und die Einrichtung von dem neuen iPhone abgeschlossen. Ganz wichtig, bevor ihr auf dem alten iPhone jetzt etwas löscht, kontrolliert wirklich mal alle Apps auf dem neuen iPhone, ob das alles auch wieder so funktioniert. Ich kann natürlich nicht bei jeder App hundertprozentig sagen, ob wirklich alles 1:1 übertragen wird. Ich kenne ja nicht alle Apps, die es hier irgendwie gibt. Gerade kann es sein, dass zum Beispiel bei Banking-Apps und so Sachen vielleicht diese App von vornherein neu eingerichtet werden muss, weil das einfach wirklich sensible Daten sind, die vielleicht bei der Übertragung nicht mit übertragen werden können. Also am besten alles jetzt nochmal kontrollieren, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wirklich alles wieder auf dem neuen funktioniert. Dann könnt ihr das alte iPhone komplett platt machen. Wenn euch solche Sachen noch mehr interessieren, dann klickt euch mal hier auf diese Playlist. Ganz interessant könnte das dann auch für euch sein. Meinen Kanal könnt ihr noch schnell abonnieren, wenn ihr hier drauf klickt. Und meinen Künstlerkanal findet ihr hier auf diesem Button. Für dieses Video war es das. Bis zum nächsten Mal. Servus!